Ich bin heute für euch im Pop-up House of Switzerland mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Kommt mal mit, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Design her, das ist einmalig. Wir müssen unbedingt kommen. Und dann natürlich im House of Switzerland kann man spielen zum Beispiel. Man kann Videogames spielen, Drohnen, mit Drohnen spielen und so weiter. Und dann kann man natürlich auch etwas essen. Wir haben hier Spezialitäten, Käse, Schokolade aus der Schweiz oder auch Designstücke aus der Schweiz kann man sich kaufen. Und natürlich kann man reisen, weil es gibt touristische Destinationen und auch ein unglaubliches Digitalflieger, man kann über die Schweiz, über Zürich fliegen und kann man natürlich treffen. Hier gibt es Platz, um zu arbeiten, auszutauschen und so weiter und auch natürlich feiern diese neue Welt. Hier könnt ihr die Schweiz ganz kreativ und innovativ erleben mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. So gibt es zum Beispiel eine Robotics-Ausstellung oder ihr könnt in Workshops mehr zu Schweizer Schokolade lernen. Auch gibt es regelmäßig Veranstaltungen mit Keynotes, Vorträgen und Panels zu Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität oder Zukunftstechnologien. Bei uns ist alles so bunt und so upside down. Was das bedeutet, das sollt ihr am besten selbst sehen. Bei uns könnt ihr zum Beispiel fliegen mit dem Birdly. Da fliegst du mit dem Adler wirklich über die Schweizer Städte. Also ist was ganz Besonderes. Du kannst wirklich selber fliegen lernen. Du kannst bei uns auch am Fußball spielen mit dem Tischkicker. Und du kannst auch deine Schweizreise buchen oder einfach ganz viele Informationen zur Schweiz erhalten. In der Schweiz Lounge gibt es neben Reisetipps auch moderne Technik zum Anfassen und Ausprobieren wie den Birdly. Fliegt als Adler über die Schweiz, probiert euch im Drohnenflug durch den Schweizer Käse oder tobt euch im Exacube aus. Ein Blick lohnt sich definitiv zur Murmelbahn und die beeindruckt sicher nicht nur die Kleinen. Wahnsinn, so viele tolle Dinge, die ich heute im House of Switzerland erlebt habe. Macht's wie ich! Kommt vorbei, erlebt, schmeckt, fühlt und vor allem genießt die Schweiz. Noch bis 31. Oktober hier im Pop-up House of Switzerland mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Und der Eintritt, der ist natürlich kostenlos.